Meine sehr verehrten Damen und Herren, das war The Final Countdown, ein Popsong der Gruppe Europe, gespielt von U4 Brass mit Jakob Heckenlauer und Stefan Deser an der Trompete, mit Kilian Maderer am Horn, Stefan Windpassinger an der Posaune und Josef Maderer an der Tuba. Vielen, vielen Dank. Meine sehr verehrten Damen und Herren, mein Name ist Alexander Kain und ich darf Sie heute ein wenig durch diesen Abend führen. Wenn die 7 biblischen Plagen heute Realität wären, dann wären überbordende Bürokratie, bleierne Stagnation und die Probleme der Migration 3 von ihnen. Migration, weil zu viele von denen kommen, die wir nicht brauchen können und zu wenige von denen, die wir gut brauchen könnten. Bürokratie, weil in den letzten 30 Jahren in Deutschland nicht ein Koalitionsvertrag geschlossen wurde, in dem nicht der Abbau von Bürokratie vereinbart worden wäre, aber zugleich die wahre Boombranche in Deutschland, die der Bürokraten ist. Und Stagnation, weil Deutschland wieder einmal die rote Laterne in Europa und bei G7 trägt. Und diesmal leuchtet das Rot so hell wie selten zuvor. Sogar Russland hat ein höheres Wachstum. Bei der Frage also, was mit Deutschland eigentlich los ist, fielen mir auf Anhieb viele weitere biblische Plagen ein. Aber ich will natürlich nicht dem Podium vorgreifen, sondern vielmehr diejenigen herzlich begrüßen, die uns heute teilwerden haben lassen an ihrer Sicht auf diese Dinge. Meine sehr verehrten Damen und Herren, es gibt Ökonomen, die im stillen Kämmerchen vor sich hinforschen, aber sonst nicht weiter in Erscheinung treten. Dann gibt es Ökonomen, für die ein Adjektiv wie streitbar geradezu erfunden wurde, weil sie mit ihren Erkenntnissen und Überzeugungen nicht hinter dem Berg halten, erst recht nicht, wenn es um unbequeme Wahrheiten geht. Und weil man Präsident des renommierten Münchner IFO-Instituts, sozusagen einer Bastion der sozialen Marktwirtschaft, nicht aus irgendeiner Laune heraus wird, geschweige denn durch Zufall, hat das, was er sagt, stets besonderes Gewicht. 2015, als er noch das ZIW in Mannheim leitete, aber schon klar war, dass er ans IFO-Institut wechseln wird, habe ich ihn in Mannheim besucht und ein Interview mit ihm geführt. Damals hat er etwas Bemerkenswertes gesagt. Für Standorte, an denen es gut läuft, ist die größte Gefahr, dass man sich darauf verlässt, dass es immer so weitergeht, dass man selbstzufrieden wird und den Wandel verschläft. Selbstzufriedenheit ist eine Gefahr, die am größten ist, wenn man ganz oben steht. Man sollte gerade gute Zeiten nutzen, sich zu verbessern. Das war vor 10 Jahren, wäre es nur beherzigt worden. Herzlich willkommen hier in Passau, Professor Dr. Clemens Füst. Wäre die Wahlkampfunterstützung aus Bayern im Jahr 2021 weniger, nun ja, zögerlich ausgefallen, wäre er heute womöglich Bundeskanzler. Vielleicht hat er sich ja bekreuzigt, als im Jahr 2022 Russlands Krieg gegen die Ukraine begann und sich beim Herrgott bedankt, dass der Kelch der Kanzlerschaft an ihm vorbeigegangen ist. Und vielleicht bekreuzigt er sich heute wieder, diesmal wegen der Performance der Ampel in Berlin und bedauert, dass er nicht Kanzler geworden ist. Wer weiß. Aber wie auch immer, man findet den früheren Ministerpräsidenten von Nordrhein-Westfalen, CDU-Chef und Unionskanzlerkandidaten, heute innerlich aufgeräumt. Zwar gerät er, wie wir kürzlich lesen durften, manchmal unvermittelt in nervige innereuropäische Grenzkontrollen, deren Sinn im Kampf gegen Migration sich ihm nicht unmittelbar erschließt. Andererseits, auch das war jüngst zu lesen, hat er sein höchstes Amt womöglich noch vor sich. Er gilt als heißer Kandidat für die nächste Bundespräsidentenwahl im Jahr 2027. Und nachdem Markus Söder schon gesagt hat, dass ihn dieses Amt nicht interessiere und auch nichts für Ilse Aigner sei, sollte diesmal kein Gegenwind aus Bayern zu befürchten sein. Herzlich willkommen hier in Passau, Armin Laschet.
Das Wirtschaftsmagazin Kapital zählt sie zu den 40 Top-Talenten der deutschen Wirtschaft im Alter unter 40, das Handelsblatt zu den 100 Frauen in Deutschland, die das Land voranbringen. Sie hat internationale Betriebswirtschaftslehre studiert, ein Start-up gegründet und wurde von ihrem Vater früh in die Führung seines Unternehmens eingebunden. Sie sitzt im Aufsichtsrat von Fielmann, ist Mitglied im Beirat der Deutschen Bank sowie im Vorstand der Ludwig-Erhard-Stiftung. Bis letztes Jahr war sie Bundesvorsitzende des Lobbyverbands Die Jungen Unternehmer, einer Tochterorganisation des Wirtschaftsverbandes Die Familienunternehmer. Die Buchautorin, ein Plädoyer für die Mehrheit, ist darüber hinaus vielen bekannt als Gastlöwin und Investorin in der TV-Sendung Die Höhle der Löwen. Ihr Motto: Machen ist wie wollen, nur krasser. Herzlich willkommen in Passau, Sarna Röser. Und weil es vermutlich nicht einfach sein wird, eine so hochkarätige Diskussionsrunde zu bändigen, sind wir froh, dass einer der Besten zugesagt hat, heute Abend die Moderation zu übernehmen. Er hat das Bonner Büro von NTV aufgebaut und geleitet, war Korrespondent im ARD-Studio Bonn für Tagesschau und Tagesthemen und leitender Redakteur des ZDF beim Magazin Frontal. Ab 2001 war er ein Gesicht und ab 2010 das Gesicht beim TV-Sender Phoenix, wo er Tag für Tag die wichtigsten Ereignisse für seine Zuschauer eingeordnet hat. Herzlich willkommen in Passau, Michael Krohns. Ich darf nun unsere Gäste aufs Podium bitten und übergebe dir, lieber Michael, das Wort. Kollege, und ganz herzlichen Dank vor allen Dingen, dass ich das zum dritten Mal moderieren darf. Das ist für mich in diesem Zusammenhang und in dieser Atmosphäre immer etwas sehr Besonderes. Ich finde das eine großartige Veranstaltung, eine großartige Reihe und freue mich jedes Mal, wenn Frau Diekmann so nett ist, mich anzurufen und zu sagen, könnte ich mir vorstellen. Ganz herzlichen Dank auch an Sie. Ja, wir sprechen über Bürokratie, Stagnation und Migration. Und wir haben das schon relativ früh festgelegt mit diesem Titel Wirtschaft im Krisenmodus. Die Krise dauert schon lange an, aber dass sie so massiv wird, dass auch jetzt, wir haben heute die Steuerschätzung gehört, die Zahlen immer schlechter werden, das hatten wir nicht erhofft, sondern das hatten wir befürchtet. Aber es ist jetzt eingetreten und ich denke, es ist ein sehr, sehr guter Zeitpunkt, über die Wirtschaft zu sprechen. Ich freue mich, dass wir ein so hochkarätiges Podium zusammenbekommen haben. Und ich denke, wir werden durchaus Unterschiede auch in der Bewertung der Situation haben. Aber ich glaube, es gibt niemanden, der sagt, es läuft in Deutschland gut mit der Wirtschaft. Und insofern sollten wir auch am Ende vielleicht ein bisschen darüber reden, wie wir Lösungen finden. Sie können sich beteiligen. Sie haben an Ihrem Platz eine Karte liegen und Sie können darauf eine Frage notieren und ab etwa 7:15 gehen wir auf diese Fragen ein. Beteiligen Sie sich. Ich freue mich auf Ihre Fragen und ich glaube, die Podiumsteilnehmer genauso. Ich habe gerade schon gesagt, Steuerschätzung 12,7 Milliarden Euro weniger. Gestern hat der Wirtschaftsminister der lahmenden Wirtschaft einen Deutschlandfonds anempfohlen. Und das soll ein Zuschuss plus 10% bei Investitionen sein. Da gibt es heute unterschiedlichste Kommentare darüber. Ich bin sehr froh, dass wir jemanden dabei haben, der das, glaube ich, sehr gut beurteilen kann und einschätzen kann. Wie sinnvoll ist das denn, Herr Fuest?
Also ob das sinnvoll ist oder nicht, das hängt ja von der Diagnose ab. Es ist ja wie wenn man zum Arzt geht, dann sollte man, verbringt man in der Regel ziemlich viel Zeit mit der Diagnose. Also man fragt, wo ist eigentlich das Problem? Und bei der Wirtschaft ist es so, dass die Sache dadurch verkompliziert wird, dass wir immer zwei Themen haben. Das eine ist die Konjunktur. Da geht es um die Frage, wie sehr ist die Wirtschaft eigentlich ausgelastet? Also die Fähigkeit unserer Wirtschaft überhaupt Güter zu produzieren und Dienstleistungen zu produzieren, die bezeichnen wir als Produktionspotenzial. Und Konjunktur ist jetzt die Auslastung dieses Produktionspotenzials. Das ist eine kurzfristige Frage. Also mal ist das nicht ausgelastet, wir haben Arbeitslosigkeit, die Fabriken laufen nicht auf vollen Touren, dann sagen wir, die Konjunktur ist schlecht und dann kann man darüber reden, wie können wir die Konjunktur stützen. Da geht es jetzt also um die Frage, in welchem Zustand sind wir heute? Die Antwort lautet, das Ganze kippt gerade in der Tat in eine Situation, in der wir nicht genug Nachfrage haben. Also der Konsum läuft nicht, weil die Einkommen zwar steigen, die steigen schneller als die Inflation, aber offenbar haben die Menschen kein Vertrauen, sondern sie sparen es. Und wenn nicht konsumiert wird, dann ist die Konjunktur eben schlecht. Die vielleicht wichtigere Frage ist, was passiert bei den Investitionen? Die ist deshalb wichtiger, weil wenn heute nicht investiert wird, dann kann morgen weniger produziert werden, also das Produktionspotenzial sinkt. Und das führt dann zu den langfristigen Fragen. Und da ist es so, die Unternehmen investieren sehr wenig und wir haben wenig Investitionen im Wohnungsbau. Das sind so unsere drei Themen. Wir haben auch noch ein viertes, der Export läuft auch nicht. Die Weltwirtschaft läuft eigentlich relativ gut um uns herum, aber anders als das sonst immer ist, hat die deutsche Exportindustrie keinen Erfolg. Und die niedrigen Investitionen und dieser mangelnde Erfolg der Exportindustrie, diese beiden Punkte verweisen darauf, dass wir nicht nur ein Konjunkturproblem haben, das man jetzt mal eben lösen kann, indem man mehr Geld unter die Leute bringt, die das dann schon ausgeben und dann läuft es wieder, sondern wir haben, wie man sagt, strukturelle Probleme, also bestimmte tiefere Probleme in unserer Volkswirtschaft, die wir lösen müssen. Und das führt dann eben zu Fragen wie geht es unserer Automobilindustrie, wie geht es den energieintensiven Industrien, das sind ganz tiefe und längerfristige Probleme. So, und jetzt, aber das war nicht Ihre Frage, sondern Ihre Frage war ja, was ist jetzt mit dem Deutschlandfonds? Ja, jetzt kann man fragen, ja, hilft uns jetzt dieser Deutschlandfonds in dieser Situation? Der Deutschlandfonds hat ja eine ganze, also das ist ja ein, ich glaube, 14 Seiten Papier, und da stehen ganz unterschiedliche Dinge drin. Vieles ist vernünftig, aber ich würde sagen, nicht neu. Ne, zum Beispiel, dass wir gerne hätten, dass die Zweitverdiener, das sind meistens die Frauen, dass die mehr arbeiten und dass wir dafür Kinderbetreuung brauchen, das ist eine tiefe Wahrheit, aber das wissen wir eigentlich. Und in der Tat müssen wir da mehr tun, dass die Unternehmensinvestitionen sich schlecht entwickeln, das ist schon ein komplizierteres Problem. Jetzt sagt der Habeck, das ist ja das, was sozusagen angekommen ist. Wir müssen einen Zuschuss einführen, einen Tax Credit, wie man sagt, also einen Investitionszuschuss eben. Das ist eigentlich ein Mittel in der Tat, um in Konjunkturabschwüngen Investitionen anzuregen. Ich glaube, dass wir bessere Bedingungen brauchen für Investitionen, ist klar, aber ich fürchte, dieser eine Zuschuss, der am Ende übrigens ziemlich teuer ist, der greift zu kurz. Sondern wir brauchen ein breiteres Programm und am Ende sind wir natürlich bei diesem Deutschlandfonds wieder bei dem Lieblingsthema auch von Herrn Habeck. Und das lautet, wir möchten gerne Schulden machen. Wir dürfen es nicht, aber wir möchten so gerne Schulden machen. Und weil Schulden machen, da hat man den Eindruck, man tut keinem weh. Sondern man sagt, ja, irgendwann in der Zukunft wird das auch alles wieder zurückgezahlt. Und das ist doch, und Herr Habeck hat ja auch gesagt, also die Schuldenbremse ist eine Wachstumsbremse. Ne? Und wenn man das immer wiederholt, irgendwann glauben es ziemlich viele Leute. Ich glaube es aber nicht. Ich aus verschiedenen Gründen bin ich der Meinung, wenn man so anfängt, dann zäumt man das Pferd von hinten auf. Sondern wir müssen eigentlich mal fragen, was fehlt uns denn? Ja, wir müssen mehr in Infrastruktur investieren, wir müssen bessere Bedingungen für Investitionen schaffen. Und letzter Punkt dazu, also mein Vorschlag wäre, dass wir drei Schritte gehen. Nummer eins, wir fangen mal an hier mit dem Thema Bürokratieregulierung. Da ist sehr viel zu tun, das ist aber schmerzt ein bisschen, das ist nicht so leicht wie jetzt schuldenfinanzierte Goodies verteilen. Zweiter Punkt, wir müssen schon auch Ausgaben umschichten, in gewissem Umfang. Und im dritten Schritt, wenn wir das gemacht haben, wenn wir uns da geeinigt haben, ich finde, dann soll man auch nicht ausschließen, mehr Schulden zu machen, nicht durch Lockerung der Schuldenbremse, sondern durch zum Beispiel ein Sondervermögen. Darüber sollte man, meine ich, reden, aber das ist der Schritt Nummer drei. Die ersten beiden hat er weggelassen und deshalb finde ich das nicht so gut. Ich könnte jetzt nach der politischen Durchsetzbarkeit fragen. Wir brauchen eine Zweidrittelmehrheit, wenn wir da nochmal richtig Geld aufnehmen wollen. Ich könnte auch Sie fragen, wie Sie dazu stehen, weil Sie sagen, nicht neue Schulden.
Ich will aber auf was anderes jetzt mal, nämlich auf das Unternehmen. Da gibt es ein Unternehmen, das hat Wolfspeed in Saarland. Das bekommt 500 oder soll bekommen 500 Millionen staatlicher Hilfen. Und jetzt sagen die, machen wir nicht. Das heißt, die Unternehmen bekommen sogar Unterstützung und die sagen, aber die Perspektive ist gar nicht da. Wenn wir uns da jetzt gerade solche Fragen auch angucken, inwieweit es notwendig ist, offenbar Mitarbeiter zu entlassen oder die weitere Mitarbeiterzahl in Frage zu stellen, muss ich mal fragen, wie geht es denn den Unternehmen? Wie geht es denn dem berühmten Mittelstand in Deutschland, der die tragende Säule unserer Wirtschaft ist, Frau Röser? Ja, also mich wundern diese Ergebnisse, was Sie vorhin erwähnt haben, dass wir jetzt geringere Steuereinnahmen haben oder prognostiziert werden, überhaupt nicht. Also wen wundert's? Sie haben es vorhin in der Anmoderation richtig gesagt, ich habe die letzten 6 Jahre die Familienunternehmer in Deutschland repräsentiert und komme ja selber auch aus der Praxis, also aus einem Familienunternehmen. Und ich kann das absolut bestätigen, was das Thema Investitionen angeht. Jeder zweite Unternehmer, und das sind auch ganz aktuelle Zahlen, weil wir auch verschiedenste Umfragen gemacht haben, plant keine Investition mehr in Deutschland. Punkt. Jeder zweite Unternehmer, und das muss man sich mal vor Augen führen, und auch keine Ersatzinvestition, was das für unser Land bedeutet. Und das ist natürlich ein Ergebnis aus der Politik, die wir aktuell aber die letzten Jahre auch sehen. Und auch das Thema, ist es überhaupt, sind wir als Wirtschaftsstandort Deutschland überhaupt noch wettbewerbsfähig? Nein, sind wir in vielen Bereichen nicht, weil wir haben es gehört, eine wahnsinnige Regelwut, Vorschriften, Regulierung haben hier in Deutschland, die uns erdrückt, weil wir keine Arbeitskräfte und Fachkräfte mehr finden, weil wir Spitzensteuerreiter sind. Und ich könnte ewig so weitermachen, das ist uns ja allen bewusst. Und jetzt wundert man sich, dass auf einmal die Steuereinnahmen zurückgehen, obwohl ich da auch noch sagen muss, wir müssen uns auch bewusst machen, dass wir ein Land sind, das Rekordsteuereinnahmen hat. Also das Geld ist ja da und deswegen würde ich mir auch wünschen, nicht immer darüber zu sprechen, wo wir nochmal neue Schulden machen können oder solche Vorschläge wie ein Investitionsfonds. Ich würde mir wünschen, dass wir für alle Unternehmen hier in Deutschland, für die Kleinen, für die Mittleren, für die Großen, Rahmenbedingungen schaffen, dass wir auch wirtschaften können, dass wir Vertrauen haben in die Wirtschaft, dass wir die Fesseln sprengen. Aber das machen wir nicht, weil wir denken oder unsere Regierung denkt oder unser grüner Wirtschaftsminister denkt, man kann alles mit Geld lösen. Man schmeißt Geld hin und dann funktioniert das. Das wird aber nicht funktionieren, weil Unternehmer, auch viele Unternehmer, den Glauben verloren haben daran oder die Sicherheit, hier zu investieren am Standort Deutschland, dass sie hier auch eine Zukunft haben. Und das sollte uns große Sorgen bereiten. Jetzt haben wir noch ein anderes Problem, was auch eine hohe politische Implikation hat. Die Arbeitslosigkeit geht in Richtung 3%. Es gibt Firmen, große Firmen, ThyssenKrupp etwa oder BASF, die Arbeitsplätze abbauen. Die Boomer gehen eigentlich aus ihrer Arbeit raus. Jetzt sind eigentlich ja ganz viele, die sozusagen nachkommen müssten, aber das funktioniert offenbar gar nicht so gut. Wenn man da die psychologische Variante nimmt, nämlich was passiert, wenn der Eindruck entsteht, da passiert bei einem Unternehmen gar nicht so richtig viel, dann haben wir ja auch ein soziales Problem und auch ein politisches Problem. Und das haben wir in den neuen Ländern, in Ostdeutschland, ja inzwischen schon. Also der psychologische Teil, den Sie ansprechen, der spielt eine große Rolle. Ich sage mal, zu diesem Deutschlandfonds, egal wie man den jetzt bewertet, wenn der Wirtschaftsminister den vorstellt, der Finanzminister im Flugzeug sitzt Richtung USA, in Washington aussteigt und nach dem Plan gefragt wird und er sagt, es ist ein Hammer und ich werde jetzt bei mir im Ministerium mal nachrechnen lassen, dass das alles nicht funktioniert, dann sagt es etwas über die Wirkungslosigkeit einer solchen Idee. Der Bundeswirtschaftsminister ist ja nicht irgendein Oppositionspolitiker, der in der Passauer Neuen Presse mal einen Gastbeitrag schreibt, was man machen müsste, sondern der Bürger muss doch das Gefühl haben, wenn der Bundeswirtschaftsminister was sagt, wird in Kürze dieser Fonds kommen oder man wird daran arbeiten.
Aber das Gegenteil ist der Fall. Und deshalb ist es schon vergeicht, bevor es überhaupt losgeht, selbst wenn es eine gute Idee war. Zweitens, diese psychologische Frage spielt eine große Rolle. Ich glaube allerdings, dass die Probleme in Ostdeutschland nicht unbedingt daran liegen. Wir diskutieren immer so, als wenn Ostdeutschland ein Gebiet wäre, was ökonomische Probleme hat und was deshalb dazu führt, dass es sich radikalisiert auf beiden Seiten des politischen Spektrums. Ich darf daran erinnern, dass die größte Armutsquote in Nordrhein-Westfalen liegt. In der Stadt Gelsenkirchen beispielsweise, wo sie hohe Arbeitslosigkeit haben, hohen Hartz-IV-Bezug, wie es früher heißt, heute heißt es Bürgergeld oder hat schickere Namen, aber bedeutet nichts anderes, dass Menschen keine Perspektive haben. Die wählen aber nicht automatisch deshalb links oder rechts. Und deshalb ist in Ostdeutschland, glaube ich, etwas mehr im Spiel als nur diese ökonomische Frage. Nichtsdestotrotz, die Arbeitslosigkeit steigt leicht an und gleichzeitig haben wir Fachkräftemangel. Und das ist natürlich schon eine Frage auch an das Bildungssystem. Ich habe heute mit einer Gruppe von Schülern diskutiert, die fragen ja, welche Zukunft haben wir denn? Und habe denen nochmal geschildert, als ich in deren Alter war, hatte man die Sorge, finde ich je einen Arbeitsplatz? Wir hatten in den 80er Jahren, 90er Jahren hohe Arbeitslosigkeit. Und finde ich eine Lehrstelle? Und man ging dann irgendwo hin und bewarb sich und der Arbeitgeber hatte 30, 40 zur Auswahl und nahm dann den er wollte. Heute ist es ja genau umgekehrt. In vielen Bereichen suchen die Betriebe händeringend Auszubildende. Der Bewerber selbst hat 4 oder 5 Arbeitgeber und überlegt sich dann, zu welchem Arbeitgeber gehe ich denn mit meiner Lehrstelle. Also die Perspektive für die Jungen ist eigentlich eher eine positive, aber viele schildern dann auch, sie kommen von der Schule nicht mit dem Niveau, in dem man kommen müsste. In Bayern vielleicht nochmal besser als anderswo, aber nichtsdestotrotz ist das ein Teil, den haben Sie auch nochmal gerade erwähnt, mit frühkindlicher Bildung und vielem anderen mehr, da müssen wir besser werden. Und dann kommt die Wettbewerbsfähigkeit hinzu. Da ist ja unser Thema Bürokratie. Das sagt jede Partei seit 30 Jahren, wir müssen Bürokratie abbauen. Steht, glaube ich, in keinem Wahlprogramm nicht drin, Bürokratieabbau. Und trotzdem wird es immer mehr. Und das ist aus meiner Sicht eine Mentalitätsfrage. Wir haben den Eindruck, es wird eine Regierung gebildet, die nimmt sich bestimmte Ziele und dann muss das am Ende in Verordnungen geregelt werden, damit es auch eingehalten wird. Und mit jeder Verordnung, die man schreibt, gibt es dann wieder Ämter, die das dann umsetzen, die sich daran halten und der Raum wird immer enger, in dem man sich überhaupt bewegen kann. Und deshalb dauert bei uns eine Brücke 10 Jahre, während in Italien, wir erinnern uns an die Brücke, die in Genua eingestürzt ist, die stand nach 3 Jahren wieder. Bei uns wird sowas 10 Jahre dauern, weil wir alles im Detail geregelt haben, was man da berücksichtigen muss. Alles jeweils gut gemeint. Jede Vorschrift hat eine gute Idee, aber die Idee, alles durch Vorschriften zu steuern, kommt zu dieser Bürokratie und deshalb sind wir in zig Feldern einfach nicht so handlungsfähig und der Mittelstand wird mit immer mehr Dingen beschäftigt. Ich habe mal, das haben wir in Nordrhein-Westfalen dann nachher abgeschafft nach dem Regierungswechsel, da waren Bäckereien, kriegten so viele Vorschriften, dass sie fast einen Sachbearbeiter einstellen mussten, um das alles einzuhalten. So, der Bäcker will aber Brot backen und nicht einen Sachbearbeiter haben, der jede Stunde dies und jenes prüft, damit alles auch korrekt ist. Und ich glaube, da brauchen wir eine Mentalität, dass ein Beamter, der morgens ins Ministerium geht, nicht denkt, was kann ich heute noch regeln, sondern welche Vorschrift schaffe ich jetzt mal ab? Und dann sucht er und er wird bestimmt eine finden, die vor 10 oder 15 Jahren mal Sinn machte, aber die wir heute nicht mehr brauchen. Und diesen Mentalitätswechsel, den brauchen wir in Verwaltungen. Egal, wer regiert übrigens. Es gibt es in jeder Partei. Also ich kenne diese Forderung auch, Bürokratieabbau. Tatsächlich jedes Mal eine neue Regierung, ob Landesregierung oder Bundesregierung, hat gesagt, wir wollen Bürokratie abbauen. Jetzt hängt das aber zum Beispiel auch mit der Frage Migration, über die wir ja auch sprechen wollen, zusammen. Ich habe eine Familie kennengelernt, Ukrainer, die sagen, wir wollen uns gerne beim Einwohnermeldeamt anmelden. Auf welcher Website? Und dann habe ich gesagt, geht nicht, da müssen Sie hin.
Dann haben die gesagt, ja, wir machen das doch digital bei uns, übers Handy. Dann geht es darum, können die eine Arbeit finden? Ganz schwierig. Gerade auch bei Ärzten, die wir dringend brauchen, ist es offenbar fast nicht möglich, auf einem kurzen, schnellen Weg die dort in einen Job zu bringen. Bleiben wir nochmal gerade bei Bürokratieabbau. Wenn wir über Stagnation sprechen, heißt das ja auch, wir fesseln uns sozusagen selber, Herr Fuß. Wir müssen sozusagen aus der Stagnation wieder mal einen Push bekommen. Im Bereich Bürokratie, was läuft da schief? Ja, ich glaube, es ist einmal in der Tat das, was Herr Laschet gerade beschrieben hat, aber die Neigung zur Bürokratie geht vielleicht noch ein bisschen tiefer. Wir müssen ja einmal sehen, Menschen, die jetzt im öffentlichen Sektor arbeiten, die sind alle guten Willens, aber wenn die jetzt darüber nachdenken, was sind meine Interessen, dann kommt es eben häufig dazu, wenn nichts passiert, wenn die Wirtschaft stagniert, wenn nichts passiert, dann wird man jedenfalls als Mitglied des öffentlichen Dienstes dafür nicht haftbar gemacht. Aber wenn Dinge passieren, die nicht passieren sollen, dann schon. Herr Stoiber, der sich ja lange mit Bürokratieabbau beschäftigt hat in Europa, der hatte immer dieses Beispiel der europäischen Schnullerkettenverordnung. Ich weiß nicht, ob es sie jemals gegeben hat, aber er hat gesagt, wir haben eine Schnullerkettenverordnung und jeder sagt, das ist ja völlig idiotisch. Da steht also drin, wie genau diese bei der Schnullerkette die Glieder aussehen müssen, dass die also auseinandergehen. Da sagt jeder, das ist doch ein Beispiel für diese Idiotie, aber wehe, es hängt sich mal ein Baby an seine Schnullerkette auf. Sozusagen aus der Sicht von Menschen, die im öffentlichen Sektor arbeiten, wenn man nüchtern ihre Interessen betrachtet, also wenn man die Welt lähmt mit Schnullerkettenverordnung, dann kann einem nichts passieren, aber wehe, das Baby hängt sich auf. Und wir haben also eine hohe Risikoaversion, das will ich damit sagen, im öffentlichen Sektor, weil man quasi nichts gewinnen kann, sondern nur verlieren kann, wenn was daneben geht. Und deshalb haben wir diese Neigung, uns abzusichern. Das ist das eine. Und das andere ist, dass wir natürlich in einer Zeit leben, in der viele von uns, nicht nur die Grünen, die Idee haben, dass die Wirtschaft sich wandeln muss. Also die Transformation der Wirtschaft, und zwar in eine Richtung, die nicht von selbst passiert. Also in der letzten Transformation, da haben wir sozusagen die Marktwirtschaft eingeführt und da ging eine ganze Menge von selbst, weil wer sich nicht an die Marktwirtschaft anpasste, der ging halt pleite. Heute wollen wir aber die Gesellschaft, nicht nur die Unternehmen, drängen in eine Richtung, in die sie eigentlich freiwillig nicht unbedingt wollen, und zwar Dekarbonisierung und an eine Sache, die wir Nachhaltigkeit nennen, also Umwelt, Sozial und Governance. Da weiß eigentlich niemand so genau, was das sein soll, aber die Dinge sollen besser werden. Und damit hat eine Mentalität eingezogen, dass wir jetzt also keine Freiheit mehr gewähren dürfen, sondern damit sich auch bloß jeder an diese ESG-Regeln hält, müssen wir jetzt Regeln erfinden. Und der erste Schritt ist mal zu beschreiben, was ist denn überhaupt dieses ESG, diese Nachhaltigkeit? Umwelt, Sozial, Governance. Wir könnten jetzt hier gemeinsam ruckzuck, ich sag mal, 30 Bullet Points entwickeln, Verhaltensregeln. Also man reduziert seinen CO2-Ausstoß, man behandelt, was weiß ich, Beschäftigte auf eine gewisse Weise. Dann kommen so Sachen wie, oh, Leiharbeit ist schon was ganz Schwieriges. Das ist eigentlich etwas, was wir brauchen in Zeiten des Fachkräftemangels. Aber es gibt Leute, die sagen, das ist was Schlechtes. Warum, weiß ich nicht genau. Aber so, und dann kommen also eine Sache nach der anderen. So, jetzt haben wir unsere 30 Bullet Points und jetzt können Sie die Wirtschaft, können Sie jedes Unternehmen fragen, hast du zu dem Bullet Point 17 eigentlich schon was gemacht? Und aus dieser Regelungswut, da geht es ja nicht um den Kunden. Ne? Wenn der Kunde, um den Kunden kümmern sich die Unternehmer freiwillig. Aber sozusagen jetzt soll man ganz, ganz viele Ziele verfolgen und das lädt wirklich ein zu einer großen Regelungswut und dann erschaffen wir Monster, zum Beispiel wie die EU-Taxonomie für nachhaltige Finanzen, ein im Grunde Wahnsinnsprodukt. Das ist ja eine Liste aller wirtschaftlichen Aktivitäten, aller. Und die wird dann eingeordnet, jede einzelne Aktivität wird eingeordnet, ist nachhaltig oder nicht. Solche Listen macht man eigentlich nicht in der Marktwirtschaft, sondern das hat man nur in der Sowjetunion gemacht, weil in einer Zentralverwaltungswirtschaft braucht man das. Da müssen Sie wissen, ne? Aber diese Listen, die sind natürlich in 0, nix veraltet, weil die Wirtschaft sich verändert.
Wir haben es jetzt etwa bei der Militärindustrie, bei der Rüstungsindustrie haben wir es gesehen. Irgendwelche Leute haben sich ausgedacht, dass das was Schlechtes ist. Ich verstehe auch das nicht. Aber jetzt hat man gesehen, hoppla, vielleicht brauchen wir die doch. Also Planwirtschaft funktioniert nicht. Aber diese Idee der Transformation der Gesellschaft, die ja gut gemeint ist und die auch sein muss, also Klimaschutz muss sein, sind wir uns alle einig, aber das hat man eben auf eine bürokratische Weise, auf eine planwirtschaftliche Weise angegangen. Und ich könnte jetzt sofort 10 Gesetze und Richtlinien nennen, ist leider viel EU-Recht, die unfassbaren Schaden anrichten, die am Ende auch, wie das in der Planwirtschaft so ist, auch dem Klima schaden. Aber das haben wir alles eingeführt und die schlechte Nachricht ist, das große Anwachsen der Bürokratie steht uns erst bevor. Wir sind auch gar nicht so weit, weil da ein ganzer Tsunami in dieser Gesetzgebung liegt, der noch auf uns zukommt. Damit beschäftigt sich auch das Ministerium von Herrn Habeck sehr intensiv. Also da kommen jede Menge Vorschriften noch auf uns zu, die werden uns noch tiefer in diese Stagnation führen, wenn es nicht einen radikalen Wandel ist. Letzter Satz dazu. Mario Draghi hat in seinem Bericht über Wettbewerbsfähigkeit der EU gesagt, die EU hat 13.000 Rechtsakte in den letzten 5 Jahren verabschiedet. Das sind jeden Tag 8, auch samstags und sonntags. Niemand kann erklären, dass das in irgendeiner Weise sinnvoll sein soll. Die US-Regierung hat viel mehr Kompetenzen, hat 5.000 verabschiedet, auch viel zu viel. Wenn jemand wie Mario Draghi so etwas sagt, dann sagt er eigentlich, wir haben es zu tun mit einem wirklich umfassenden Versagen der europäischen Politik in den letzten 5 Jahren. Nicht alles ist falsch, was da gemacht worden ist, aber eben doch sehr vieles. Und wenn man das so formuliert, dann sagt man ja, Leute, da ist 5 Jahre lang Schaden angerichtet worden. Das heißt, wir brauchen da eine Umkehr, aber das ist eben nicht so leicht. Denn wenn man einen Kurs gerade in der Politik lange verfolgt hat, sich dann hinzustellen und zu sagen, oh Leute, tut mir leid, die letzten 5 Jahre haben wir nur Mist gemacht, das fällt der Politik schwer. Aber ich fürchte, also kleiner wird es nicht. Wir müssen wirklich umkehren und wir müssen viele Gesetze wieder abschaffen, sonst kommen wir aus dieser Lage nicht heraus. Bitte. Ja. Ja, kann ich nur zustimmen. Und ich, wie gesagt, ich höre dann immer zu und auch kann schon teilweise die ganzen Talkshows, die Politik-Talkshows gar nicht mehr sehen. Ich komme aus der Wirtschaft und ich komme aus der Praxis. Und ich finde es immer so erstaunlich, wenn uns die Politik, mal die Politik oder die Bundesregierung als Wirtschaftsvertreter sagen will, wie wir zu wirtschaften haben. Vor allem, wenn wir dann auch in der Bundesregierung Menschen sitzen haben, die selber noch nie in der freien Wirtschaft gearbeitet haben. Und ich würde mir einfach wünschen, dass auch die Politik und die Bundesregierung mehr Vertrauen in uns als Unternehmer hat und uns machen lässt. Weil die Probleme und die Herausforderungen, die wir haben, die sind bekannt. Die habe ich vorhin ja schon mal ein bisschen aufgelistet. Die haben wir auch von Herrn Füst gehört. Die sind ja bekannt, die sind uns bewusst. Und wir müssen diese Probleme anpacken. Und ich würde mir wirklich mehr Pragmatismus wünschen. Ich würde mir eine vernunftsgeleitete Politik wünschen, weil ich bin junge Familienunternehmerin. Unser Familienunternehmen ist jetzt über 100 Jahre alt. Wir kommen aus dem Tiefbau, also wirklich Old Economy. Und meine Aufgabe wird es sein, die nächsten 20, 30 Jahre unser Familienunternehmen hoffentlich am Standort Deutschland fortzuführen. Und ich brauche einen Rahmen und viele andere Junge, die Next Generation des deutschen Mittelstands, brauchen einen Rahmen hier in Deutschland, um auch wirtschaften zu können. Und ich glaube, man muss immer wieder sagen, das Wirtschaften muss vor dem Verteilen kommen. Und deswegen wünsche ich mir auch eine Bundesregierung und auch einen Wirtschaftsminister und auch einen Bundeskanzler, der uns ernst nimmt. Und ich finde es sehr erstaunlich, muss ich sagen. Vielleicht der eine oder andere hat von Ihnen gelesen oder gehört, dass ja Olaf Scholz zu einem Industriegipfel eingeladen hat. Ich kann Ihnen sagen, ich war so dermaßen sauer, als ich das gelesen habe. Warum? Weil wenn man sich mal die Gästeliste anguckt, wer wurde eingeladen? Zu einem Industriegipfel, um über die Zukunft der Wirtschaft, die Industrie in Deutschland zu sprechen. Da sind DAX-CEOs, Manager, ein einziger Verband, das ist der BDI, kein einziger Vertreter des deutschen Mittelstands.
Das Rückgrat der deutschen Wirtschaft, die Familienunternehmen, kein Handwerk, kein Bäckermeister, keine Familienunternehmer, niemand wird gehört. Also dann muss man sich nicht wundern, dass man sich als mittelständisches Unternehmen nicht mehr ernst genommen fühlt und dass man auch bestimmte Entscheidungen trifft, die leider so sind, dass ich mir nicht wünsche, dass Unternehmer die Koffer packen und ins Ausland gehen, aber man muss sich das wirklich mal bewusst machen. Und ich hoffe, dass unsere Bundesregierung aufwacht. Herr Laschet, Sie waren Europaminister, Sie wohnen in Aachen am Dreiländereck zu den Niederlanden und Belgien. Machen wir mal beide Ebenen auf, die der Bürokratie und der europäischen Regelungswut, die es dort offenbar gibt, und auf der anderen Seite die Frage, läuft da in der Politik grundsätzlich etwas falsch? Sie sind jetzt in der Opposition, aber sind da nicht mehr Leute gefragt, die zum Beispiel in der Wirtschaft einfach selber auch gearbeitet haben? Haben wir immer noch den Vorwurf, viel zu viele Politiker haben von den Dingen, über die sie entscheiden, zu wenig Ahnung? Ja, also das ist natürlich immer simpel gesagt, gibt auch meistens Beifall. Nur ich kenne kaum einen mittelständischen Unternehmer, der ein Unternehmen führt und der bereit ist, in den Deutschen Bundestag zu gehen. Ich würde mir mehr wünschen, jetzt mal jenseits von der finanziellen Frage, dass es für ihn ein tiefer Absturz wäre, aber auch diesen Weg zu gehen, vor Ort zu sein, präsent zu sein, rund um die Uhr vielleicht auch Anliegen anzuhören, die man für verrückt findet, da sind wenige bereit zu. Und das ist ein gewisses Problem, dass bei uns dieser Wechsel zwischen Wirtschaft und Politik nicht so funktioniert. Aber es war schon immer in Deutschland so. Es gibt wenige Unternehmerpersönlichkeiten, die tatsächlich mal im Bundestag waren. Philipp Rosenthal ist so ein bekannter Porzellanunternehmer, der das mal gemacht hat. Die Unternehmer, die ich kenne, die in Verbandstätigkeiten sind, wir haben eben über Arndt Kirchhoff oder andere gesprochen, in Nordrhein-Westfalen, großer Automobilzulieferer, der führt die Arbeitgeber Nordrhein-Westfalens, der ist aber von seiner Familie freigestellt worden, nur noch das zu machen, weil er zwei, drei Brüder hat, die dann das Unternehmen führen. Wenn jetzt jemand selbst das Unternehmen führt, kann er selbst das kaum leisten. Nichtsdestotrotz, das ist dann die Antwort auf das, was Sie beschrieben haben, muss man verstehen, wie ein Unternehmen funktioniert und was die Probleme sind. Ich war jahrelang im Bundestag, im Europäischen Parlament mit Außenpolitik beschäftigt und wurde dann in Nordrhein-Westfalen in der Oppositionszeit Landesvorsitzender. Und dann habe ich mir gesagt, du kannst das in so einem Land eigentlich nicht sein, ohne die Wirtschaftsstruktur des Landes zu verstehen. Ich habe dann so eine Industrietour gemacht, zu ThyssenKrupp, zur RWE, zu denen und zu den Mittelständlern im Sauerland, die einfach mal für sich geschildert haben, was ist mein Problem in dieser Region. Bei der Gelegenheit habe ich übrigens gelernt, dass wir mehr Industriearbeitsplätze heute in der ländlichen Region Sauerland haben, als im Ruhrgebiet. Weil die innovativen Automobilzulieferer und viele andere mittelständische Betriebe sind mit einer Wirtschaftskraft, die dort stärker ist als die klassischen Industrien. Deshalb, wenn der Bundeskanzler nur die großen CEO einlädt, hat er genau die, die es eigentlich betrifft, nicht am Tisch. Das weißt du aber erst, wenn du mal bei denen warst, wenn die dir das zeigen, wenn die das erklären. Und daraus muss ein fortgesetzter Dialog entstehen. Und dann kommt man genau auf diesen Gedanken. Sie haben diese 13.000 Vorschriften erwähnt. Jede dieser Vorschriften ist gut gemeint. Dient dem Weltfrieden, der Nachhaltigkeit, der sozialen, so alles wahr. Aber das Ergebnis ist, dass weder Nachhaltigkeit noch Umweltschutz noch soziale Gerechtigkeit entstehen, weil die Arbeitsplätze aus Europa wegwandern. Und dann entsteht genau das Phänomen, was wir jetzt haben. Wenn wir nicht mehr so viele Beschäftigte haben, weil 300.000 Industriearbeitsplätze abgebaut sind, haben wir logischerweise weniger Steuereinnahmen. Und dann kommt es im Haushalt zu Verteilungskonflikten. Und jetzt müssen 13 Milliarden eingespart werden. Und die werden am Ende auch bei sozialen Leistungen eingespart, sodass am Ende der eine soziale Leistung bezieht, der Leidtragende ist einer Politik, die Arbeitsplätze nicht ermöglicht hat. So, diesen gesamten Zusammenhang, den muss man aber immer neu erklären und das ist, ja,
ich will das gar nicht parteipolitisch sagen, bei uns gibt es auch die Neigung. Die Präsidentin der Kommission war ja keine Sozialistin in den letzten Jahren, sondern Christdemokratin. Da war das Ziel Green Deal, wir retten jetzt die Welt, jetzt alle Maßnahmen hin auf Klimaschutz. So, jetzt kommt Herr Draghi und sagt, ja, aber Wettbewerbsfähigkeit hattet ihr euch auch mal vorgenommen. Lissabon-Strategie, 2020 wollen wir die 2010 wettbewerbsfähigste Region der Welt sein. Da sind wir weit von entfernt. Und jetzt beginnt die neue Kommission, das wieder zu korrigieren. Und ja, das ist am Ende nicht gut. Und deshalb, man kann über jede Einzelmaßnahme, vielleicht noch eine Bemerkung. Der Vorstand der Deutschen Bahn wird, also diese Kriterien, Sozialkriterien, Nachhaltigkeitskriterien werden ins Gehalt eingerechnet. Du kriegst einen Bonus, nachdem du bestimmte Prinzipien eingehalten hast. Parität im Unternehmen, Führungsposition mit Frauen besetzt, dieses, jenes, tausend Sachen. Die Deutsche Bahn kriegt die Vorstände Boni im Moment, weil das Kriterium Pünktlichkeit der Bahn nicht das Entscheidende ist, sondern all diese Nebenkriterien. Ich würde sagen, den Bonus gibt es, wenn die Bahn pünktlich fährt. Fertig. So, und das verzerrt das dann. Und das ist aber in vielen Unternehmen, dass diese zweite Frage heute fast wichtiger ist als das Kerngeschäft. Herr Fuß, wenn wir jetzt auf die Unternehmen geguckt haben, Sauerland, Westfalen ist ein Bereich, wo unglaublich innovativ gearbeitet wird. Da gibt es viele, von denen man den Namen noch nie gehört hat, aber die Weltspitze sind. Aber wenn wir jetzt mal auf die großen Unternehmen gucken, die möglicherweise bei dem Industriegipfel dann dabei gesessen haben, in der Automobilindustrie etwa, dann stellen wir fest, die Automobilindustrie hat offenbar, ich will jetzt nicht verschlafen, was da passiert ist, sagen, aber da ist etwas ziemlich schief gelaufen. Ich habe Anfang der 2000er Jahre den Genfer Autosalon besucht und vor lauter Kraft konnten die Automobilbauer gar nicht gehen. Aber die haben das Geld in China verdient. Und jetzt sagt man in China, wir wollen lieber Elektroautos. Und jetzt haben wir hier ein Problem. Wie kann es denn sein, dass große Unternehmen wie VW etwa oder Mercedes-Benz, geht es auch nicht sehr gut, diese Zukunftsorientierung derartig falsch eingestellt haben, weil wir ja gerade über die Flexibilität von Familienunternehmen gesprochen haben. Das ist ja kein politischer Fehler gewesen. Auch. Also ich glaube, dass die... Gut. Ich glaube, dass die Automobilunternehmen vieles falsch gemacht haben, aber was sie falsch gemacht haben, liegt eigentlich weniger im Bereich der Elektromobilität, erstaunlicherweise. Warum sage ich das? Also die haben zum Beispiel viel falsch gemacht, weil sie mit dem Dieselskandal betrogen haben und sie haben in diesem Prozess viel Glaubwürdigkeit in der Politik verloren und das hat dann dazu geführt, dass man ihnen auch nicht mehr zugehört hat und das ist ein Fehler. Weil ja, da haben Leute betrogen und da sind auch einige bestraft worden und so weiter und das ist ein Thema, aber die Umstellung auf Elektromobilität ist wirklich eine extrem komplexe Aufgabe und dann würde man gut daran tun, vielleicht etwas mehr Leuten aus der Industrie zuzuhören, also Menschen, die davon was verstehen. Wir haben im Jahr 2017 am IFO eine Studie über die Frage gemacht, hat die deutsche Automobilindustrie die Elektromobilität verpennt? Also haben die nicht geforscht und entwickelt? Und das Ergebnis ist völlig klar, die deutsche Automobilindustrie hat erheblich investiert in die Entwicklung von Elektromobilität. Sie haben das nicht auf die Straße gebracht, aber es ist nicht so, dass sie das Thema verpennt haben. Sondern es gab eigentlich wenig Anlass. Mit Tesla gab es dann sozusagen eine gewisse Unruhe im Markt, aber aus dem Markt selbst gab es eigentlich wenig Wunsch, auf Elektromobilität umzusteigen. Und das sehen wir heute. Die Politik möchte gerne vorschreiben, dass man auf Elektromobilität umsteigt, aber die Menschen wollen die Autos nicht. Das können wir heute beobachten in Deutschland. Warum wollen sie die nicht? Weil die Voraussetzungen nicht da sind. Wir haben keine Infrastruktur. Es ist wahnsinnig umständlich, mit dem Elektroauto weitere Fahrten zu machen. So in der Stadt, in Ballungszentren funktioniert das gut und da hat Elektromobilität ihren Platz, da funktioniert das. Bei weiteren Fahrten nicht. Und auch das hat natürlich mit Versäumnissen zu tun. Die Infrastruktur ist nicht da und so weiter. Das größere Thema bei der Elektromobilität ist aber, das ist jetzt ein Strukturwandel, wenn er wirklich kommt, also wenn diese Umstellung tatsächlich, so wie man sich das jetzt vorstellt, sich vollzieht, da wird eine Technik entwertet, in der die deutschen Autounternehmen sehr gut sind. Denn in der Tat, beim Verbrennungsmotor sind sie weltweit technologisch führend. Aber
es gibt eben Entwicklung des Strukturwandels, so wie das Ruhrgebiet früher eine blühende Industrieregion war, weltweit führend in der Stahlproduktion, und irgendwann ist das vergangen. Das gehört zum Wirtschaftsleben dabei. Strukturwandel gehört zum Wirtschaftsleben dazu. Ich glaube, wir müssen damit leben, wenn das jetzt weitergeht, und zumindest teilweise wird das so sein, Richtung Elektromobilität, dann wird weniger Wertschöpfung bei uns landen, weil wir kein Standort sind für Batteriezellen. Und das hat nichts zu tun mit Versäumnissen der Autoindustrie, oder wenig, würde ich sagen. Wir sind kein Standort, das ist etwas für Schwellenländer, Batterien herzustellen. Das heißt, hier fällt Wertschöpfung weg, und das gehört zum Wirtschaftsleben dabei. Wir müssen uns fragen, sind wir dafür aufgestellt, dass Strukturwandel stattfindet? Sie haben es gerade angesprochen, wir haben zum Beispiel die berühmten Hidden Champions, den deutschen Mittelstand, das sind teilweise auch sehr große Unternehmen, die in ganz verschiedenen Branchen tätig sind. Viele von denen suchen händeringend Leute, die würden gerne mit etwas weniger Bürokratie hier investieren, die würden gerne expandieren und können das derzeit nicht, weil sie die Leute nicht finden, weil die Bürokratie zu schwierig ist, weil andere Dinge nicht stimmen. Ich glaube, wir müssen auf die schauen. Also Strukturwandel bedeutet nicht, dass man versucht, etwas zu halten, was nicht zu halten ist. Wir werden auch künftig Autoindustrie haben, aber heute sind das 16% unserer Wertschöpfung, und wir müssen einfach damit rechnen, dass es ein paar Prozentpunkte runtergeht. Das ist auch kein Drama, wenn man neue Dinge entwickelt. Aber ich glaube, jetzt hören wir, ja, wenn die mittelständischen Unternehmen nicht investieren, wer macht es? Wir könnten Start-ups haben. Wäre schön, wenn sie hätten, aber wir sind ein Land, in dem werden wenig Start-ups gegründet und vor allem bleiben wenig. Auch da hat der Mario Draghi geschrieben, Leute, 30% unserer erfolgreichen 30 Start-ups verlassen die EU, weil die Bedingungen nicht stimmen. Also wir können an den Start-ups arbeiten, wir müssen aber vor allem, das ist meines Erachtens unsere Chance für die nächsten 10 Jahre, wir müssen Bedingungen schaffen, unter denen eben die Hidden Champions, das sind Mittelständler, teilweise auch ziemlich große Unternehmen, in denen die die Chance haben zu expandieren und diesen Verlust an Wertschöpfung, den wir haben in der Automobilindustrie, in der energieintensiven Industrie, die das auffangen. Aber das ist kein trivialer Vorgang. Wir wissen zum Beispiel im Ruhrgebiet, wie schwer dieser Strukturwandel gewesen ist. Ich glaube, das läuft jetzt vielleicht ein bisschen besser, aber wir müssen dafür offen sein. Es bringt jetzt nichts, über die Autoindustrie zu schimpfen, denn das wird so oder so, das können wir noch ein bisschen blöder organisieren oder ein bisschen schlauer, aber das ist kein Sektor, der das Wachstum der Zukunft tragen wird. Vielleicht daran anknüpfend, daran sieht man die Mischung, wo Politik glaubte zu sagen, wie es gehen soll. Der Dieselskandal ist ein Skandal, ist strafbar, alles klar, ist aber auch eine Folge von Vorgaben wieder gewesen. Ja, klar. Die EU hat solch strikte Vorgaben gemacht für die Flottenpolitik der Unternehmen, dass sich die Techniker oder die es dann zu verantworten haben, bis in den Vorstand, gar nicht mehr in der Lage sagen, das anders zu erreichen als durch diese Manipulation. Und dann hat die Manipulation begonnen. Also man wollte sie auf einen bestimmten Weg zwingen, was man übrigens immer noch tut in den Flottengrößen, und glaubte vorgeben zu müssen, ihr müsst elektromobil sein. Das hat aber nicht auf die Lage in Deutschland getroffen. Wenn jemand selbst überlegt, wenn ich jetzt überlegen würde, wo finde ich von Passau nach Aachen unterwegs eine Tankstelle, wie lange muss ich da tanken, finde ich die auch, funktioniert das, hätte ich schon so viel Zweifel, dass ich mich lieber in ein anderes Auto setze, das ich kenne. So, und so reagieren Millionen Deutsche. Deshalb hätte erst die Infrastruktur, das haben wir mal bei einem Gipfel als Minister mit dem Kanzler diskutiert. Wie war das eigentlich bei den Tankstellen? Waren erst die Tankstellen da oder dann die Autos? Oder erst die Autos und dann wurden die Tankstellen gebaut? So ein Henne-Ei-Problem. Aber hier bei der Elektromobilität ist offenkundig, dass, wenn sie nicht da sind, der Verbraucher sagt, das ist mir zu riskant, ich mache das nicht. So, jetzt kommt das Zweite. Da ist es dann doch ein gewisses Versäumnis, auf neue Märkte sich einstellen. Wir haben zum Beispiel... Wir haben in Aachen einen Professor an der Hochschule, der gesagt hat, ich will ein elektromobiles Auto zu einem bezahlbaren Preis haben. Unter 20.000 Euro gibt es übrigens bis heute nicht. Elektromobilität ist ja eher was für reichere und größere Autos. Und hat dann selbst gesagt, dann mache ich eine Autofabrik. Das ist natürlich erstmal nicht der Job eines Professors, der was entwickelt, eines Maschinenbauers. Und dann, Start-up, stößt er auf all die Probleme, die wir haben. Und dann hat er entwickelt den Street-Scooter der Deutschen Post, den kennen Sie vielleicht, elektromobiles Fahrzeug, den keiner der großen Automobilkonzerne entwickelt hat, sondern ein Professor der RWTH, der dann das weiterverkauft hat. Die Post hat es am Ende übernommen.
Aber die Innovation kam nicht aus der Wirtschaft. So, und deshalb, weil das vielleicht auch nicht lohnte, weil das nur 10.000 Fahrzeuge waren und man nur in Größenordnung von 100.000 skaliert hat. Dennoch muss sowas möglich sein, dass an einer Uni, wie das mit Tesla rund um das Silicon Valley begonnen hat, Innovation direkt in industrielle Produktion mündet. So, das haben wir in Deutschland zu wenig, aus tausenderlei Gründen. Finanzierungsfragen, vor 30 Jahren hat man noch gesagt, Wirtschaft darf nicht mit Uni kooperieren. Uni ist Wissenschaft, muss man strikt trennen. Heute sind wir da einen Schritt weiter, die TU München und andere kooperieren, haben Campi, wo man dann arbeiten kann. Aber von der Mentalität braucht man noch mehr, dass einer, der in der Uni was entwickelt, sich nicht überlegt, wie komme ich am sichersten in den öffentlichen Dienst, sondern wie mache ich mich selbstständig und gründe was Neues. So, und die Mentalität, die müssen wir an den Unis wieder hinkriegen. Aber die muss man dann auch unterstützen. Und da sind wir ja bei den Familienunternehmern. Ja. Das Risiko einzugehen, in einer überschaubaren Größe auf den Markt zu gehen und zu sagen, ich schaffe das, bedeutet ein hohes Risiko. Da gibt es viel zu wenige inzwischen und sie werden zu wenig unterstützt. Ja, und vor allem, wir müssen uns ja auch betrachten, wir haben es vorhin auch schon gehört, wir sind ja, also auch wenn es tolle Fernsehsendungen gibt, wie Höhle der Löwen und wie sie alle heißen, die Startups unterstützen, was unglaublich wichtig ist, um Sichtbarkeit für das Thema Unternehmertum zu bieten, auch im deutschen Fernsehen und das Thema aufs Tableau zu bringen, müssen wir uns einfach bewusst machen, dass, und da gibt es ja verschiedene Befragungen auch der letzten Jahre, die ein oder andere kennen Sie vielleicht, dass wirklich ein Großteil auch der Studenten sich entscheidet, in einen Beamtendienst zu gehen, weil sie nicht ins Risiko gehen wollen. Sie wollen einen sicheren Job und das müssen wir jetzt mal überlegen. Wenn ein Großteil der Studenten sagt, ach Mensch, ja, ich könnte mir gut vorstellen, im Amt zu arbeiten. Ja, was haben wir denn dann für eine Zukunft vor uns? Ja, wer erwirtschaftet denn dann noch die Steuereinnahmen? Was wiederum heißt, wir müssen der Bildung ansetzen. Wir müssen in der Bildung auch das Bild der Unternehmerin und des Unternehmers auch leben, vorleben, zeigen, was das überhaupt bedeutet, wenn ein junger Mensch eine Idee hat, eine Vision und nicht aus einem Unternehmerhaushalt kommt. Ja, wie geht er denn los? Wir müssten denen einen Werkzeugkoffer in die Hand geben. Und dann ist nochmal ein ganz, ganz entscheidender und wichtiger Punkt, was ich vorhin auch schon angesprochen habe, das Thema Mentalität und Wertschätzung. Wir feiern Unternehmertum in Deutschland viel zu wenig. Ja, wenn ich in andere Länder blicke, und ich war wirklich jetzt die letzten 2 Jahre auf über 7 Delegationsreisen, die ich selber initiiert habe mit anderen Familienunternehmern, mit jungen Unternehmern zusammen. Wir waren in Vietnam, wir waren in Saudi-Arabien, wir waren im Westbalkan. Sie können sich nicht vorstellen, was da für ein Spirit, für ein Hunger, für ein Bock auf Zukunft, für ein Bock auf Arbeit ist. Junge Leute, die sagen, ich arbeite da 7 Tage die Woche, weil ich habe Bock drauf und ich will auch mal da hoch. Und das ist uns verloren gegangen. Natürlich bin ich froh, dass wir Generationen hatten, meiner Urgroßeltern, Großeltern, meine Eltern, die die Ärmel hochgekrempelt haben in keiner einfachen Zeit, die letzten 100 Jahre, und dieses Land hier aufgebaut haben. Und was ich vermisse in meiner Generation und in nachfolgenden Generationen, ist die Wertschätzung für das, was geleistet wurde. Dass ich und wir in diesem Wohlstand leben dürfen. Aber jetzt müssen wir wirklich auch mal wieder die Ärmel hochkrempeln, müssen die Krise wirklich nehmen, wie sie ist und sagen, okay, let's do it. Wir müssen alle daran arbeiten, dass wir auch in diesem Wohlstand in Zukunft leben. Und da gehört Bock auf Arbeit dazu, da gehört Bock auf Zukunft und da gehört auch Bock auf Unternehmertum dazu, weil das brauchen wir. Und ich glaube, das vielleicht als abschließender Punkt, was ganz, ganz wichtig ist und was ich auch in den Parteien vermisse, jeder Einzelnen, wir haben keine Vision mehr für Deutschland. Wir haben keine Agenda 2030. Wo wollen wir denn hin? Was ist denn unser Ziel? Warum sollen die Menschen hier die Ärmel hochkrempeln? Und da brauchst du ein Zukunftsbild. Und das wünsche ich mir zum Beispiel auch von der CDU, einer starken CDU, die sagt, ja, wir haben Bock auf Zukunft. Ja, das ist unsere Vision, das ist unser Zukunftsbild. Und die Menschen wieder für dieses Land zu begeistern. Das wäre mein Wunsch. Stimmt.
Los geht's. Nein, das ist, wir sind, also man hat, Helmut Schmidt hat ja mal gesagt, wer Visionen hat, soll zum Arzt gehen. Ziele. Das ist ein bisschen unsere Mentalität, dass man Visionen zu groß findet. Ich glaube, dass man das braucht, dass man in der Tat so für 2-30 Mal sagen soll oder noch danach, was wollen wir eigentlich. Und dass diese, ich, man will auch nicht, hilft ja nicht jetzt dauernd, die Gesellschaft zu beschimpfen. Aber es ist natürlich auch diese Frage, was ist jetzt wichtig? Work-Life-Balance, wie mancher sagt, ich will nur immer weniger Stunden arbeiten. Das ist ja alles respektabel, nur wenn das ganze Land in dieser Mentalität ist, dann kriegt man das eben nicht mehr hin. So ein paar müssen dann schon sagen, okay, aber ich will jetzt wirklich hier was voranbringen, ich will was Neues entwickeln und manche sagen mir, Unternehmer, ich will gar nichts vom Staat, ich will auch keine Subvention. Ich habe nur eine Bitte, lass uns einfach in Ruhe. Lass uns unsere Dinge machen, lass uns entwickeln, lass uns etwas vortragen, kommen nicht immer etwas mehr. Darf ich ganz kurz noch schnell 2 Sätze dazu sagen? Ja, klar. Und dann müssen wir, und wenn wir das wollen, dann müssen wir auch aufhören, die falschen Anreize zu setzen. Stichwort Bürgergeld, Stichwort Rente mit 63. Ja, das sind Anreize, die wir setzen. Wie soll ich denn meinen Mitarbeitern in der Produktion erklären, ja, und wir zahlen sehr, sehr gut, ja, dass der Nachbar gegenüber morgens nicht aufsteht, sondern vielleicht erst um 11.30 Uhr, unsere Mitarbeiter morgens um 5 oder 6 Uhr sich wirklich abrackern für ihren Lohn. Das sind Themen, was die Menschen bewegen und die dann sagen, auch die jungen Menschen, ja, wenn ich hier Vollkasko-Mentalität und hier Hängematte, dann mache ich das. Und das ist das Problem. Wir müssen diese Anreize abbauen. Und man muss es so machen, auch in der Sprache, dass es nicht unsozial wirkt. Das ist ja die normale... Nein, wenn man, das darf nicht ein Sprech sein, da reden die Leute, die viel Geld haben, über die Nöte der anderen. Dieser Wettbewerb, den Sie beschreiben, der da arbeitet, wahrscheinlich bei Ihnen sogar mit einem guten Gehalt, aber andere sind auch an einer knappen Grenze, dass man sagt, es ist auch aus sozialen Gründen nicht gerecht, dass der eine eine Leistung kriegt und der andere arbeitet. Da reden wir nicht über hohe Gehälter. Und das war immer die Stärke der sozialen Marktwirtschaft, dass alle für sich, Wohlstand für alle, wenn es der gesamten Gesellschaft gut geht, wenn wir produktiv sind, wenn wir eine hohe Beschäftigung haben, profitieren am Ende alle davon. Und wenn dann alle einzahlen, sind sogar die Steuereinnahmen wieder höher und dann kann der Staat auch wieder Neues tun. Und diese Kausalität, die muss man wieder herstellen, ohne dass, wenn man darüber spricht, es wie soziale Kälte wirkt. Denn dann ist das nächste Problem da, dass die Gesellschaft auseinanderdrift. Wir sind ja jetzt schon bei sozusagen dem Schlussteil der Lösungsansätze, bevor wir jetzt zu Ihren Fragen kommen. Aber Herr Fuß, die wollten dazu etwas sagen. Genau, ich würde gerne noch mal dieses Thema Strategie und Zukunftsbild aufgreifen, weil ich wirklich glaube, dass das sehr wichtig ist. Wir schwanken, glaube ich, im Moment zwischen einer, ich nenne das mal angstbetonten Debatte, es laufen Leute durch die Gegend und sagen, was alles schlecht ist, ich ja auch, und es gibt Leute, die laufen, also oft das sind das die gerade regieren, die laufen durch die Gegend und sagen, es ist alles wunderbar, das ist aber Wunschdenken. Und das merkt die Bevölkerung irgendwann und dann tut sich also eine Kluft auf, ich glaube, das haben wir in den letzten Jahren erlebt, es tut sich eine Kluft auf zwischen dem, was die Regierenden sagen, und dem, was die offenkundige Realität ist. Wir hatten ja, wir dürfen nicht vergessen, wir hatten ja übrigens eine Strategie und eine Vision und die lautete, Deutschlands Zukunft ist die einer Volkswirtschaft, die durch die Dekarbonisierung in einen Wirtschaftsaufschwung kommt. Herr Scholz hat ja gesagt, da wird so viel investiert, das wird ein Wirtschaftsaufschwung, er hat ja nichts weniger gesagt, als wie in den 50er und 60er Jahren. Also ich bin so ein bisschen, musste so ein bisschen schlucken, das waren ja Wachstumsraten von 8%, die wir damals hatten. Ich glaube, das meinte er auch nicht. Aber ist so, das Problem besteht jetzt darin, dass das komplettes Wunschdenken ist. Da ist also ein Denkfehler drin und der Denkfehler ist folgender, Dekarbonisierung ist eine Veranstaltung, bei der ein bestehender Kapitalstock ersetzt wird durch einen neuen, der ungefähr das gleiche produziert, wenn wir Glück haben. Also wir reißen Kohlekraftwerke ab und wir bauen Windräder auf und wenn wir Glück haben, produzieren die Windräder das gleiche.
In den 50er Jahren oder wenn man einen Wirtschaftsboom produzieren will durch Investitionen, dann muss man neue Produktionskapazitäten schaffen. In den 50er Jahren hat man neue Fabriken geschaffen, man hat neue Unternehmen gegründet, dann steigen die Produktions- und auch die Konsummöglichkeiten. Dekarbonisierung, und das ist natürlich leichter für mich, der ich nicht gewählt werden muss, sowas zu sagen. Dekarbonisierung ist eine Sache, die bringt keinen Wirtschaftsaufschwung, sondern die bringt Schweiß und Tränen. Das ist so ähnlich, wie wenn Sie zu Hause zum Beispiel Ihr Haus abreißen und es einfach klimaneutral wieder aufbauen. Dann fühlen Sie sich nicht wie in einem Wirtschaftsboom, sondern das ist teuer. Und Sie müssen dann auf Konsum verzichten, dann fällt der Urlaub in Mallorca aus. Also in der Übergangszeit zur Dekarbonisierung müssen wir Konsumverzicht üben oder irgendwie jedenfalls diese zusätzlichen Investitionen bewältigen. Das ist einfach Kosten, das macht keinen Spaß, sondern es tut weh. Aber wenn die Politik sich jetzt hinstellt und sagt, Leute, das geht quasi von selbst, wer es nicht macht, ist dumm. Ja, also wenn Politik sich zu sehr von der Realität entfernt, dann kommt es zum Crash. Und diesen Crash erleben wir im Moment und das Ergebnis ist dann leider, dass sozusagen nur noch geredet wird über Ängste, Stagnation, also eine angstbesetzte Debatte kommt. Und deshalb glaube ich in der Tat, dass wir diese Gratwanderung hinkriegen müssen, dass wir ein positives Zukunftsbild entwickeln, aber eins, das halbwegs realistisch ist. Mich erinnert die aktuelle Lage so ein bisschen an die Zeit der deutschen Wiedervereinigung. Zur Zeit der deutschen Wiedervereinigung wussten wir, glaube ich, alle, Leute, das wird jetzt kein Spaziergang. Wir wussten alle, da müssen wir wieder was aufbauen und wir müssen da wahrscheinlich helfen auf dem Westen, weil das kann die ehemalige DDR nicht leisten. Und es ist, glaube ich, nochmal ganz interessant zu schauen, wie ist das damals bewältigt worden. So ein bisschen Wunschdenken gab es auch. Sie erinnern sich, blühende Landschaften, hat Kohl gesagt, ne, so, jo, also einiges blühte heute und einiges nicht und es war nicht so leicht, aber ich glaube, die Zukunftsvision war klar, dieses Modell der sozialen Marktwirtschaft weiten wir auf Ostdeutschland aus. Es gibt gewisse Qualitäten dieses politischen Systems, das wir in der Bundesrepublik entwickelt haben, das entwickeln wir dort aus und wir hoffen, dass das eben zusammenwächst. Und dann wurden Schulden gemacht, es wurden Steuern erhöht, das macht ja auch keinen Spaß. Ne? Also die Soli haben wir ja heute noch. Ne? Also das war keine so leichte Operation, aber irgendwie ist es gelungen, das zu vermitteln, wahrscheinlich, weil es ja gar keinen anderen Weg gab. Mhm. Ne? Während natürlich bei der Dekarbonisierung, da sagt man sich, also müssen wir uns da jetzt an die Spitze setzen. Wir hatten wahrscheinlich, das Vorteil war wahrscheinlich bei der deutschen Wiedervereinigung, da war die Vision klar, das Zukunftsbild war klar. Wir wollen Wohlstand in ganz Deutschland und dann hat man quasi die Ärmel hochgekrempelt. Aber das war keine so angstbesetzte Debatte. Heute haben wir eine von Furcht besetzte Debatte. Die Autoindustrie wandert ab, die Chemieindustrie wandert ab. Wir werden alle alt, wir haben kein Unternehmertum mehr und in der Digitalisierung sind wir auch zurück. Also ich glaube in der Tat, dass es wichtig ist, eine Vorstellung darüber zu entwickeln. Nicht in der Weise, dass jetzt einer vorgeben will, wo alle hin müssen im Detail, aber ich glaube, dieses Zukunftsbild, sagen wir mal, eine soziale Marktwirtschaft, die produktiv ist, die aber Räume schafft, die Freiheitsräume schafft für Unternehmertum, die in der Tat auch einen Rahmen setzt, dort, wo er nötig ist, CO2-Preis und so weiter. Also irgendeine Art von Vision brauchen wir, weil ich glaube, nur wenn wir die haben und wenn wir dafür Unterstützung gewinnen, können wir sozusagen den Leuten auch Mut und Zuversicht vermitteln, dass man sagt, gut, das ist irgendwie eine Zukunftsvorstellung, die können wir teilen und jetzt geht's los. Die müssen wir natürlich teilen, weil sozusagen diese alte, ich glaube, diese bisher verkaufte Zukunftsvision, also wir machen hier auf grüne Wirtschaft und das läuft schon alles, die von der verabschieden wir uns im Moment. Herr Laschet, ist da der Fehler gewesen, dass man A, zwar vielleicht das richtige Ziel so ungefähr anvisiert hat, aber B, gesagt hat, das wird problemlos funktionieren? Das wird ganz toll, weil wir dekarbonisieren, heißt auch ganz neue Märkte schaffen und dann verkaufen wir überall in die Welt unsere tollen Ideen. Und man hat das aus ideologischen Gründen viel zu schnell gemacht. Man hat viel zu viel Druck auf diese Umstellung, auf diese Transformation gesetzt und hat, wie Herr Fuß sagt, ja im Grunde den Leuten auch so ein bisschen Sand in die Augen gestreut. Ist das ein politisches Problem gewesen? Ja, ist schwer zu sagen. Also bei dem Wiedervereinigungsbeispiel, das teile ich, da haben wir viele Milliarden gegeben, in dem Gedanken, dann kommen die blühenden Landschaften, die übrigens inzwischen da sind. Also die Städte dort sehen besser aus als im Westen Deutschlands, von allem drum und dran. Die Investitionsbedingungen, alles moderner, die Glasfasernetze, keine Ahnung was. Aber es
war erkennbar ein großer neuer Markt ja plötzlich auch da. Also die westdeutsche Wirtschaft hat ja davon irre profitiert, dass plötzlich alle unsere Autos kauften und unsere Lebensmittelgeschäfte und all unsere Dinge, die wir hatten, waren plötzlich, ohne dass man viel gemacht hat, nochmal an 17 Millionen Menschen mehr zu verkaufen. Und durch den Binnenmarkt, den europäischen, noch mehr auch nach Mittel- und Osteuropa. Und mit jeder Wohlstandssteigerung in Polen und Ungarn und Tschechien und allen Ländern wuchs auch bei uns der Wohlstand. So, also insofern war da eine Wechselwirkung. Das ist bei der Dekarbonisierung nicht der Fall. Da ist es ein Plus minus Null. Die vielleicht innovativ auf dem Weltmarkt sein können, sind die, die bestimmte Produkte entwickeln. Also bei Windanlagen, bei Solar haben wir gesehen, waren wir vorne. Aber dann waren die Chinesen am Ende billiger mit den Panels. Und wir haben mit unserer EEG-Umlage chinesische Panels subventioniert. Das wird sich aber nicht vermeiden lassen. Es wird auch beim Elektroauto passieren. Das ist einfach leichter zu bauen als der Dieselmotor. Und deshalb ist das in China heute ein solches Erfolgsmodell, was auf jeden Fall immer billiger sein wird als unseres. Es gab die Diskussion in der EU bei dem grünen Stahl. Können wir da nicht sagen, aller Stahl, der in die EU kommt, da legen wir dann nochmal eine zusätzliche Abgabe drauf und wenn der CO2-neutral ist, muss der weniger Zoll zahlen. Damit dachte man, stärken wir unsere Stahlindustrie gegen die chinesische. So, da hat mir einer erzählt, du, pass auf, du glaubst gar nicht, wie schnell die in China in der Lage sind, die gesamte Stahlproduktion auf grün umzustellen. Die haben mehr Wind, mehr Solar, die haben die schnelleren Möglichkeiten. Mit so einem Zoll, den wir da erfinden, wirst du das kaum aufhalten können. So, und in der Lage sind wir jetzt. Beim Auto sind wir es schon, beim Stahl wird es im Zweifel auch so sein. Ich sehe trotzdem beim Stahl, weil er systemrelevant ist, keine Alternative. Aber wir geben jetzt in Nordrhein-Westfalen bei ThyssenKrupp für einen Hochofen, der umgestellt wird auf Wasserstoff, 1,9 Milliarden Euro. Das ist ein Hochofen von 6. Die Frage, wer wird die anderen 5 eigentlich umrüsten? Und wie wird Stahl auf Dauer grün sein, wenn er in Deutschland ist? Ich hoffe, dass wir das hinkriegen, aber diese gigantischen Summen werden das auf Dauer nicht aufhalten können. Insofern, wir haben ein paar innovative Produkte da, aber die Welt schläft auch nicht. Und wenn die den Biss haben, wir wollen so gut sein wie die Deutschen, werden sie uns überholen. Ich habe jetzt Fragen aus dem Publikum, vielen Dank. Und jetzt muss ich sozusagen Sie drei bitten, die möglichst schnell zu beantworten, damit möglichst viele dieser Fragen gestellt werden können. Zunächst mal sind Sie als Wirtschaftsministerin gefragt. Welche drei Punkte würden Sie ändern? Entbürokratisieren, digitalisieren und dass wir endlich wieder ins Wirtschaften kommen. Das wären meine Prioritäten, meine drei. Was sagen Sie nochmal? Entbürokratisieren, digitalisieren und ins Wirtschaften kommen. Gut, diese arme Wirtschaftsministerin wäre schon bei zwei Themen gar nicht zuständig. Deshalb müsste ein kluger Bundeskanzler ein Ministerium schaffen, wo man dann auch für Digitalisierung und Wirtschaftsbeziehung zuständig wäre. Das ist nämlich heute beim Verkehrsminister. Und die Bürokratie schaffen meistens andere Häuser als der Wirtschaftsminister. Ja. So, also man, es ist total richtig, aber man braucht eine Mentalität und einen Geist in so einer Regierung, dass jedes Haus sich dem verpflichtet fühlt und der Wirtschaftsminister, ich sag mal, ein Wirtschaftsminister ist zu 90% ja auch Umsetzer von europäischem Recht. Da werden ja viele Regulierungen gemacht. Der Wirtschaftsminister müsste aber so sprechen, dass er genau das alles adressiert und in der Bevölkerung ein Klima schafft, das dann diese Entscheidungen möglich macht. Der muss möglichst wenig Gesetze machen, sondern der soll genau das hinkriegen und dazu muss er die Kompetenz bei Digitalisierung beispielsweise haben. Also wenn Sie es würden, müssten Sie im Ressortzuschnitt zur Superministerin werden, das Sie auch machen können. Wir können direkt bei Ihnen bleiben. Die Frage lautet nämlich, welche Änderungen im Bildungssektor brauchen wir? Wir haben ja eben, Frau Rösser hat das ja auch vorgetragen, schon gesagt, wir brauchen eigentlich junge Menschen, die sagen, ich gehe jetzt auch mal ein Risiko ein. Das muss ja jetzt nicht ein Start-up unbedingt sein, aber ich gehe ein gewisses Risiko ein mit einer Selbstständigkeit.
Das heißt ja auch, im Bildungssektor brauchen wir zum Beispiel eine gewisse Wirtschaftskompetenz. Ja, jetzt reden Sie über den Inhalt. Das Erste ist, was Herr Fuß eben gesagt hat aus dem Dossier. Wir brauchen stärker frühkindliche Bildung, schon sehr früh. Das ist wichtig für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf und das Potenzial der Erwerbstätigen zu erhöhen. Das ist der eine Teil. Wir diskutieren Bildungspolitik immer sehr strukturell. Wir diskutieren über zweigliedriges und dreigliedriges Schulsystem oder nicht, Gesamtschule ja oder nein. Aber über die Inhalte, was eigentlich vermittelt wird, reden wir zu wenig. Und diese Frage Wirtschaftskompetenz, ja, ich habe noch 2017 in Nordrhein-Westfalen eingeführt, das Schulfach Wirtschaft. So, denn viele gehen von der Schule ab und wissen nicht einmal, wie man ein Konto führt oder wie man ganz praktische Lebensdinge macht und wie eine Wechselwirkung ist, wenn du was machst. Das war aber ein Riesenkampf. Wenn Sie eine Stunde pro Woche in ein Curriculum einbauen, müssen Sie irgendwas anderes wegbauen. So, und es wurde alles vermittelt. Und die Lehrerverbände waren dagegen. Es waren alle dagegen. Aber es ist trotzdem wichtig, damit ein Mensch, der die Schule verlässt, so ein bisschen versteht, was heißt eigentlich, wenn du da was tust, das für einen ganz normalen Betrieb, der handelt. Und bei Nachhaltigkeit ist das kein Problem, das wird quer durchgemacht. Selbst der Religionsunterricht ist heute vor allem Nachhaltigkeitspolitik, grüner Prägung. Und ab und an erklärt man noch, was die Sakramente sind. Aber das ist quer durch den Schulplan, bei Geschichte, bei Politik, bei allem macht man das eine. Aber was Wirtschaft ist und wie sie funktioniert, finde ich, gehört auch mit zum Basiswissen. Jetzt kommen wir zu einem wundervollen Begriff, auch ein politischer Begriff, die Rahmenbedingungen. Herr Fuß, drei Punkte. Also hier wird von den Rahmenbedingungen gefragt, damit sich Arbeit wieder lohnt. Was sind die drei wichtigsten Rahmenbedingungen, damit sich Arbeit wieder lohnt? Also da kann man beginnen mit dem Thema Bürgergeld, das ja intensiv diskutiert worden ist. Da haben wir einfach sozusagen ein Abwägungsproblem. Auf der einen Seite gibt es ja den Wunsch, dass man Menschen, die kein eigenes Einkommen haben, möglichst, sagen wir mal, würdig ausstattet oder vernünftig ausstattet, dass sie nicht in Not leben. Aber es ist klar, je besser wir Menschen ausstatten, die eben nicht arbeiten oder kein eigenes Einkommen haben, desto weniger lohnt es sich zu arbeiten. Das ist einfach ein Abwägungsproblem. Und wir sind da schon recht stark in der Vergangenheit eben in die Richtung marschiert, dass wir eben ein relativ hohes Bürgergeld haben. Also mit diesem Konflikt müssen wir umgehen. Es hat auch eine rechtliche Seite, die komplex ist. Wir haben dann aber ein Problem, also ich glaube, das mit dem Bürgergeld, das hat mittlerweile jeder verstanden, ne? Aber wir haben dann ein Problem oberhalb des Bürgergeldes, in der unteren Mittelschicht. Wir haben vor kurzem eine Studie für das Arbeitsministerium gemacht, in dem wir uns angeschaut haben, was ist denn eigentlich bei Menschen, deren Einkommen so im Bereich der unteren Mittelschicht liegt. Und wir hatten da das Beispiel, vielleicht kennen Sie das aus der Zeitung, es hat mich also so umgetrieben, dass ich das oft genug erzählt habe, aber ich erzähle es jetzt nochmal. Nehmen wir mal eine Familie, die lebt in München, also eine relativ teure Stadt, Eltern, ein Paar mit zwei Kindern. Und von denen hat, sagen wir mal, jeder hat eine Halbzeitstelle. Die arbeiten also im Volumen Erwerbsarbeit. Man muss immer sagen, es gibt auch noch was anderes als Erwerbsarbeit, nämlich viele Menschen arbeiten zu Hause. Es ist nicht so, dass sie nicht arbeiten, aber pflegen Angehörige oder Kinder, machen den Haushalt. Aber so, also eine Stunde Erwerbsarbeit, 20 Euro Stundenlohn, das ist also deutlich oberhalb des Mindestlohns, aber auch kein sehr hohes Einkommen. Also Vollzeitstelle, 20 Euro Stundenlohn sind 3.000 Euro Bruttoeinkommen im Monat. Diese Familie beantragt alle Sozialleistungen, die ihr zustehen, unter anderem Wohngeld und hat damit also ein etwas höheres verfügbares Einkommen. So, jetzt kommt Folgendes. Dieser Familie wird angeboten, eine Zweidrittelstelle zusätzlich anzunehmen, also mehr zu arbeiten. Ne? Zweidrittelstelle, 20 Euro Stundenlohn, 2.000 Euro brutto im Monat. Ne? Also das Bruttoeinkommen würde steigen von 3.000 auf 5.000 Euro für diese Familie. Jetzt überlegen Sie mal, können Sie ein kleines Experiment jeder von Ihnen durchführen. Schätzen Sie mal, wenn die das machen, wie viel die netto mehr haben. Sie müssen bedenken, dass
die nach wie vor alle Sozialtransfers beantragen und bestimmte Sozialtransfers fallen halt weg, wenn man mehr verdient. Das muss auch so sein, weil irgendwann muss ja auch mal jemand Steuern zahlen. Ja, so, jetzt also schätzen Sie mal im Kopf, 2000 Euro brutto, dafür muss man ordentlich arbeiten, wie viel bleibt netto? Ne, die Antwort, also in der ersten Variante unseres Gutachtens, das kommt jetzt ein bisschen darauf an, gemeinsam veranlagt oder nicht, in der ersten Variante unseres Gutachtens war das Ergebnis 32 Euro. Das ist kein Scherz, Sie haben richtig gehört, 32 Euro. Wie kommt das? Na, jetzt gibt es Varianten, Sie können sagen, okay, die werden gemeinsam veranlagt, dann sind es irgendwie 48 Euro und wenn die noch in Augsburg leben und nicht in München, wo es nicht so viel Wohngeld gibt, dann sind das 100 Euro aber, ne, oder 120. Aber es ist fast unmöglich, ich sag mal, weniger zu verlieren als 90% von dem, was Sie da zusätzlich arbeiten. Ne, also die, ich muss sagen, das hat selbst mich, ich erwarte ja schon Schlimmes immer, aber ich sage selbst mich, sehr überrascht, dieses Ergebnis. Und das bedeutet also, es lohnt sich in Deutschland in der unteren Mittelschicht nicht zu arbeiten. Wir haben unser Sozialsystem auch wieder mit den besten Absichten, ne, durch Einführung mehr Wohngeld und Kinderzuschlag und was weiß ich, von immer mehr Sozialleistungen so entwickelt, dass es sich in diesem Land nicht lohnt, zu arbeiten. Es ist faszinierend, dass überhaupt noch so viele Menschen arbeiten. Also am Geld kann es nicht liegen, das kann ich Ihnen versichern. Ja, also ich habe das häufiger auch so mal vor politischen Gruppen, hier so Klosterbands und was weiß ich, wo man so hingeht, ne, das vorgetragen. Und ich habe gedacht, das ist jetzt eigentlich egal, ob man Grüner ist, Sozialdemokrat, Christdemokrat oder Freidemokrat oder was auch immer. Ich meine, da muss eigentlich Einigkeit bestehen, dass das kein Zustand ist. Fairerweise muss man sagen, die Ampel hat irgendwie das Problem auch erkannt und versucht, daran zu arbeiten. Das stand auch schon im Koalitionsvertrag. Also arbeiten muss sich lohnen. Aber wir haben es bislang nicht gebracht, übrigens auch verschiedene Ressorts, die da beteiligt sind. Aber wir leben in einem Land, in dem wir Menschen, die mehr arbeiten im Bereich der unteren Mittelschicht, mehr oder weniger alles wegnehmen. Jetzt beantragen manche Leute nicht alle Sozialleistungen, das ist ja auch schon wieder viel zu bürokratisch und zu kompliziert, sodass man das nicht so erlebt. Man kann fast sagen, zum Glück wissen das viele Menschen nicht. Ne? Aber also wenn wir, ich meine, in keinem Land der OECD wird so wenig gearbeitet pro Erwerbstätigen in Termini Stunden wie in Deutschland. Das ist das Ergebnis. Die Zahl der vollbeschäftigten Frauen in Deutschland ist in den letzten 20 Jahren gefallen. Die ist gefallen. Ne? Es ist ja eine gesellschaftliche Entwicklung, dass wir mehr Frauenerwerbstätigkeit haben und das wünschen wir uns aus vielen Gründen, das brauchen wir auch unbedingt. Aber das geht eben in die Teilzeitbeschäftigung. Ich meine, jeder, der Kinder hat, weiß, das ist, wenn man hohe Arbeitszeiten hat, das ist auch ein gewisser Druck für die Familie, ist nicht so leicht. Aber da sich das absolut nicht lohnt, gibt es eben diesen starken Trend, den Sie auch erleben werden als Unternehmerin. Ich erlebe das auch am IFO, starken Trend Richtung Teilzeitarbeit. Also solange wir, die gute Nachricht ist sozusagen, wir haben wahnsinnig viel Luft nach oben. Stellen Sie sich vor, wir reformieren das. Das ist also plötzlich hat man netto mehr, signifikant mehr, wenn man brutto mehr arbeitet, wie großartig das wäre. Ne? Aber es ist, also wir sind in diesem Zustand. Herr Fuß, ich muss noch einen Augenblick bei Ihnen bleiben, weil eine Frage gestellt wird, die uns, glaube ich, alle beschäftigt. Welche Folgen hat die Wahl in den USA? Und ich glaube, es geht um eine Person, um die Folgen dieser Person. Ja, vielleicht ganz kurz, dazu ist natürlich ein Riesenthema, aber ganz kurz, also wir haben gerade eine Studie gemacht und versucht zu schätzen, was heißt das eigentlich für einen Außenhandel. Na, die USA sind ja für uns ein wichtiger Markt und Trump will ja einen Zoll 20% auf alle und 60 auf China einführen. Und wir haben gesagt, okay, was passiert, wenn er das macht? Na, das Ergebnis ist, unsere Exporte in die USA würden sinken um 15%. Das ist das wichtigste Land. Ja, genau. Allerdings, ja. Der deutsche Export ist also ziemlich diversifiziert. Es wird ja oft behauptet, wir wären so furchtbar abhängig von China. China hatte einen Anteil an den deutschen Exporten von 10%, heute noch 6%. Also so dramatisch ist das alles nicht. Ist eine unserer Stärken. Also wir sind ziemlich diversifiziert. Am Ende würde der deutsche Export nach China würde auch ein bisschen sinken, weil wir jetzt viele Zwischenprodukte da haben, die dann nach Amerika gehen. Aber der deutsche Export insgesamt würde um 1,8% sinken. Da kann man jetzt sagen, das ist viel Geld, das ist unangenehm, das sind ungefähr 30 Milliarden. Aber das wirft uns nicht um. Und jetzt kommt noch was.
Das war jetzt nur der Zoll. Jetzt will aber Trump noch etwas tun, was er auch in seiner letzten Präsidentschaft getan hat. Er will nämlich massiv die Steuern senken und die Staatsschulden noch mehr erhöhen. Und wenn er das tut, dann steigen die Zinsen in den USA, dann steigt der US-Dollar und dann entsteht ein Importsog. Das heißt, Trump verfolgt zwei Arten von Politiken, die widersprüchlich sind, die nicht zusammenpassen. Steuern senken und Zölle einführen. Wenn ich will, dass mein Außenhandelsdefizit sinkt, dann darf ich nicht einen Nachfrageboom im Inneren erzeugen, der die Zinsen in die Höhe treibt, die Währung in die Höhe treibt und zu so einer Art Exportsog führt. In seiner letzten Präsidentschaft hat Trump das ja auch versucht, mit Zöllen dieses Handelsdefizit zu reduzieren. Das hat sich aber nicht bewegt. Das war konstant. Warum? Weil er eben diese Steuersenkung durchgeführt hat. Deshalb würde ich sagen, meine Sorge, was Trump angeht, ist nicht so sehr, dass wir nichts mehr exportieren können. Natürlich weiß niemand, was er am Ende wirklich macht, sondern meine größere Sorge ist, was das bedeutet für die Ukraine, für unsere sicherheitspolitische Position und natürlich für die Demokratie in den Vereinigten Staaten. Denn wenn sich das so entwickelt, wie er selber angekündigt hat, also ich weiß nicht, wie Sie das einschätzen, aber das ist unglaublich. Der hat ja gesagt, ich schaffe hier die Demokratie ab, Leute. Ich werde gegen meine Gegner vorgehen, das ist Ungeziefer. Ich meine, man soll den Leuten Dinge glauben, die sie sagen. Das wissen wir aus unserer eigenen Geschichte. Insofern glaube ich, das ist das Problem. Beim Handel würde ich mich mal vorsichtig entspannen. Wir würden uns jetzt gerne auch entspannen, indem wir nämlich alle, glaube ich, gemeinsam von Ihnen noch einmal vielleicht zwei oder drei Punkte ganz kurz gefasst hören, die uns sozusagen in eine bessere wirtschaftliche Zukunft führen, in eine bessere Konjunktur, in vielleicht diesen Push, den wir alle brauchen in Deutschland. Frau Röser, wenn ich mit Ihnen anfangen darf. Ja, also ich bin der Überzeugung, wir brauchen grundsätzlich, was ich vorhin auch schon angesprochen habe, eine Vision für dieses Land. Wir brauchen ein Restart für Deutschland, was bedeutet, dass wir wirklich die Unternehmen und die Wirtschaft machen lassen müssen. Das heißt, weniger Einmischung der Regierung und der Politik in die Wirtschaft. Sie sollen, wie gesagt, die Spielregeln setzen, aber uns machen lassen. Ich wünsche mir mehr Vertrauen, ich wünsche mir mehr Freiräume dafür, dass wir auch diese, ich meine mal, wir sind das Land der Tüftler, Erfinder und Denker. Und wir haben dieses Land stark gemacht und ich würde mir wünschen, dass wir uns wieder zurückbesinnen auf diese Werte, die Politik uns Vertrauen gibt in der Wirtschaft, dass wir das hinbekommen gemeinsam und dass wir eine Kultur und ein Aufbruchssignal starten, dass wir sagen, wir sind stolz auf dieses Land und wir dürfen auch stolz sein und wir packen jetzt alle mit an, um Deutschland wieder an die Weltspitze zu führen. Das wäre mein Wunsch. Herr Laschet, es könnte ja sein, dass wir spätestens im nächsten Jahr eine neue Regierung bekommen. Vielleicht ist ja der Bundeskanzler aus Bayern, vielleicht auch nicht. Wir wissen es ja nicht. Könnte das den Push bringen? Ich glaube, der Bundeskanzler wird eher aus dem Sauerland sein. Also ich könnte jetzt auch sagen, Agenda 2030 und es wird alles besser, wenn die neue Regierung da ist und die Union wird uns zu lichten Höhen führen. Das stimmt auch, aber das ist mir trotzdem zu simpel. Weil ist das denn dann der... Nein, pass auf, der Kern ist, wir sagen jetzt, 16 Jahre war alles Mist, so redet die jetzige, jetzt kommt es. Die Bahn ist schlecht und dieses schlecht und die Brücken und die Autobahn und es war alles Angela Merkel. Das ist natürlich auch grober Unsinn, weil man muss eine Entwicklung eigentlich fast seit der Wiedervereinigung sehen. Die Regierung Schröder hat substanziell mit der Agenda 2010 Voraussetzungen geschafft, von denen Angela Merkel noch 10 Jahre gelebt hat. Also die Modernisierung Deutschlands hat Schröder begonnen, hat die nächste Regierung fortgesetzt. Wir hatten null Schulden, wir hatten jedes Mal mehr Steuereinnahmen als im Jahr davor. Und so schlecht waren die 16 Jahre nun auch nicht. Wir haben ein paar Dinge verpennt, übrigens auch alle. Die einzigen, die seit 25 Jahren fast immer mitregieren, sind Sozialdemokraten. Also das ist ja auch nicht alles so parteipolitisch leicht einstufbar. Und wenn das eintritt, was der bayerische Ministerpräsident sagt, wird in der nächsten Regierung schon wieder Sozialdemokraten sitzen.
weil das ja die einzige Option ist für eine neue Regierung. Und ob dann alles besser wird und wir die Agenda machen und liberalisieren und Bürgergeld und Abstände zum Lohn, möchte ich erst mal sehen mit Frau Esken und Herrn Mirisch und wie sie alle heißen. Also man darf auch nicht zu blind zu viel versprechen. Nur eines ist klar, das muss gelingen. Diese nächste Regierung muss handwerklich das so gut machen, dass die Leute dahin ein Vertrauen haben. Denn wenn die nächste Regierung es wieder nicht schafft, haben die Bürger dann fast nur noch die AfD am Ende, weil alle anderen versagt haben. Und deshalb ist der Druck, qualitativ gut zu regieren, harmonisch zusammen aufzutreten, für die nächste Regierung fast die wichtigste Voraussetzung. Und dann wird man noch gute Inhalte im Koalitionsvertrag. Aber Herr Laschet, da Sie jetzt gerade in Bayern sitzen, gibt es noch mal eine Diskussion über den Kanzlerkandidaten? Nein. Ja, weiß ich nicht. Aber das ist jetzt entschieden. Jeder weiß, dass der Streit beim letzten Mal geschadet hat. Zerstrittene Parteien werden nicht gewählt. Und ich glaube, dass man sich jetzt wirklich auf den Herbst 2025 konzentriert. Und wir haben eben ja mal im Vorfeld diskutiert, die nächste Hürde ist der Haushalt für die Regierung. Und wenn jemand sie brechen will, ist das der letzte Akt, an dem das möglich ist. Deshalb ist es nicht völlig ausgeschlossen, dass es vielleicht doch schneller geht. Aber egal wann es ist, in den Wahlkampf, glaube ich, wird die Union geschlossen auftreten. Herr Fuß, die drei Punkte, die Sie einer neuen Regierung sozusagen anheften und sagen, kümmert euch um diese drei Sachen, dann kriegen wir das Schiff wieder flott. Also ich sage vielleicht auch noch mal was zur Metaebene, das ist vielleicht der erste Punkt. Also ich glaube, wenn wir vorankommen wollen, wenn wir Themen adressieren wollen, mit denen wir uns beschäftigen, dann müssen wir ein bisschen wegkommen von, ich nenne das mal Wirtschaftspolitik durch Kulturkampf. Was meine ich damit? Damit meine ich, dass wir im Moment eine starke Polarisierung haben zwischen denjenigen, die, ich sag mal, für Umweltschutz sind, die sind aber dann häufig auch gleich gegen Marktwirtschaft, für Riesenumverteilung und so weiter. Und ich glaube, ne, und die andere Seite, die sagt, ja, ich finde jetzt grüne Politik schlecht, aber ich finde Umverteilung schlecht, aber ich finde auch Klimaschutz schlecht und ich lehne das alles ab. Und dann haben wir so zwei Lager, das ist ja bei der AfD deutlich, und die stehen sich feindlich gegenüber, obwohl ja in der Tat Umweltschutz eine Existenzfrage für uns ist. Wir müssen da vorankommen und beim Klimaschutz, bei der Anpassung an die Klimaerwärmung und so weiter. Also ich würde mich ein bisschen wünschen, dass wir von diesen Kulturkämpfen etwas wegkommen und etwas nüchterner diese Einzelprobleme behandeln. Und wir müssen ja irgendwie, wir werden nicht drum rumkommen, uns in breiten Gruppen zu einigen, mit Leuten, die nicht so unbedingt auf unserer Linie liegen. Anders wird es ja nicht gehen. Also wir kriegen eine schwarz-rote Koalition, eine schwarz-grüne oder vielleicht auch mit allen dreien und so weiter. Das heißt, wir müssen lernen, wirklich Entscheidungen zu treffen und Dinge zu verbessern in einem relativ breiten Konsens. Und deshalb müssen wir weg von diesen Kulturkämpfen und uns eben nüchtern mit Fragen zum Beispiel beschäftigen, ist es eigentlich richtig, wenn man 95% seines Einkommens verliert, wenn man mehr arbeitet? Also das, und auch da, auch das können Sie sehr ideologisch aufziehen. Da gibt es diejenigen, die sagen, es ist ja unverschämt, dass man jetzt, wenn man sagt, man muss Leute, was weiß ich, mit Sanktionen oder so ein bisschen mehr zum Arbeiten bringen, dann kann man auch schnell in einen ideologischen Kampf abgleiten oder man kann versuchen, ein bisschen zu verstehen, was die Gegenseite eigentlich beschäftigt und zu versuchen, eben dann Schritt für Schritt in diesen Sachfragen voranzukommen. Also ich sehe ein bisschen die Gefahr, bin mal gespannt, wie das im Wahlkampf, denken Sie an Migration, ne, das Verhetzungspotenzial, das Polarisierungspotenzial, das in diesen Themen liegt, ist riesig. Was wir aber, glaube ich, tatsächlich brauchen, ist, ja, wir brauchen Zuwanderung von Arbeitskräften, selbstverständlich brauchen wir die. Wir brauchen noch mehr Zuwanderung, als wir bisher hatten. Was wir nicht brauchen, ist Zuwanderung in unsere Sozialsysteme. Die Frage ist, können wir uns das immer so aussuchen? Und das ist auch ein Thema, bei dem vieles kaputt gemacht wird durch Polarisierung. Also deshalb glaube ich, wir müssen abrüsten, soweit das möglich ist, verbal und ideologisch abrüsten und wieder zusammenarbeiten können. Die aktuelle Regierung hat das nicht geschafft. Die sind jetzt in diesem Kulturkampf untereinander und die kriegen überhaupt nichts auf die Reihe, das haben wir gerade gehört. Und also das wäre so mein Wunsch, dass wir bei aller Frustration über Dinge, die nicht
funktionieren, diese Möglichkeiten zusammenzuarbeiten, herstellen. Müller-Armack hat mal in den 60er Jahren über die Zukunft der sozialen Marktwirtschaft geschrieben und hat gesagt, das kennzeichnet eigentlich die soziale Marktwirtschaft, dass es gelingt, gesellschaftliche Gruppen zur Kooperation zu führen. Es ist ein bisschen frustrierend manchmal, aber wir werden es nicht anders schaffen. Also Pragmatismus ist angesagt. Wir hoffen, dass die jetzige Regierung sich vielleicht noch ein bisschen pragmatischer entwickelt, denn wir haben noch ein Jahr bis zur nächsten Wahl. Wenn wir jetzt in einem Jahr hier sitzen würden, dann hoffen wir, dass es besser geworden ist, dass Pragmatismus herrscht, der offenbar auch von Ihnen allen drei gefordert wird. Ich darf mich bedanken bei meinen Gästen hier auf dem Podium. Ich darf mich bedanken bei Ihnen und freue mich, dass das eine Diskussion war, die uns viele Anregungen gegeben hat. Dankeschön. Ja. Meine Damen, meine Herren, ganz, ganz herzlichen Dank auch von unserer Seite. Das Ganze heute Abend wurde auch im Internet übertragen. Wenn Friedrich Merz klug war, hat er ein bisschen reingelugt und ein paar Notizen gemacht für seine Agenda 2030. Wie immer wollen wir uns bei Ihnen bedanken dafür, dass Sie heute da sind, mit einem kleinen Geschenk. Und dazu darf ich nun unsere Verlegerin, die Initiatorin von Menschen in Europa, Angelika Diekmann, auf die Bühne bitten. Vielen Dank.